Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hollywood von Bones MC in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hollywood von Bones MC, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Soloalbum von Bones MC. Erst das zweite möchte ich was sagen, denn der gute Mann ist ja schon ziemlich lange dabei, aber Soloalbum gibt es tatsächlich erst eines von ihm, Krampfhaft Kriminell, und jetzt eben das zweite mit dem Titel Hollywood. So, bevor wir das Ganze starten, werden wir mal die Folie entfernen. Dazu schneiden wir hier ein. Und dann schauen wir uns das mal an. So, die Folie lässt sich hier wunderbar abnehmen und so sieht das dann aus. Wir haben hier den Kopf von Bones MC zu sehen, ziemlich groß hier auf dem Cover, und der ist hier so in einzelne Teile aufgeteilt, also sind hier so drei Elemente aufgerissen quasi. Einmal hier so mehr oder weniger so ein Röntgenblick unter seine Haut auf seine Zähne. Dann oben rechts eine Spritze, die hier scheinbar in sein Gehirn eingestochen ist. Und hier unten rechts haben wir dann noch, wenn ich es richtig sehe, ein brennendes Polizeiauto, das zusätzlich auch noch mit einem 187-Sprühbild versehen wurde. Ja, und links lesen wir Zombie Life und in der Mitte Hollywood. Hier auf der Seite noch Bones. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, 187 Straßenbande, Hollywood und Bones. Und auf der Rückseite haben wir dann einerseits die Tracklist plus dieses Artwork. Das war das erste Albumcover, also ich glaube, das war der ursprüngliche Coverentwurf hier. In diesem Stern, in diesem Walk of Fame Design. Muss ich ehrlich sagen, hat mir etwas besser gefallen als das jetzige Cover, aber okay. So, wir haben hier die Tracklist, insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Wir haben hier unterschiedliche Features, unter anderem natürlich die Jungs von 187 mit dabei, also Maxwell, Jesus, Alex und Saphir. Dann gibt es hier noch ein paar Bilder, so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, und dann hier noch die Infos zum Album, wer daran beteiligt war, also die Credits mehr oder weniger, und natürlich einen Barcode. Gut, die Tracks verteilen sich auf eine Doppelvinyl, bedeutet A, B, C und D-Seite. Dann schauen wir mal rein, so sieht das Ganze hier von innen aus. So, hier gibt es nochmal so eine wunderbare Collage von Bones in Hollywood. Jawohl, und auf der rechten Seite haben wir dann die gesamten Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat die einzelnen Tracks produziert, wo wurden sie aufgenommen, all das kann man hier nachlesen. Ja. Schwarz auf Pink hier zu sehen. Und hier an der Seite auch nochmal die Infos, die Credits. Okay. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier die Vinylhüllen. Und was mich schon mal sehr freut, ist, dass man die Vinylhüllen hier bedruckt hat. Also, dass sie nicht einfach hier nur in Weiß oder Schwarz so einfärbig kommen, sondern man hat die hier wirklich gestaltet. Ansonsten ist hier nichts weiter drin. Gut. Also, Vinyl Nummer 1. Kommt hier im Roadrunner Design. Dazu gab es ja auch schon eine Single, eine Auskopplung. Ich glaube, es war die allererste Single, die ausgekoppelt wurde vom Album. Roadrunner, so sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann das Cover Artwork von Big Body Bands. Ja, auch dazu gibt es natürlich ein Video. Dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Die kommt hier ganz klassisch gehalten in Schwarz. In der Mitte die Tracks, sowohl der A- als auch der B-Seite. Also 4 Tracks auf der A, 3 Tracks auf der B-Seite. Rückseite Hollywood Live. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Vinyl, die auch wieder in einer gestalteten Hülle herkommt. Und zwar einmal hier Zombie Live. Zombie We Kill Hollywood Bones MC. Und auf der Rückseite dann dieses hier. Wie gesagt, das war so der erste Coverentwurf, das ursprüngliche Cover vom Album Hollywood.
dem Walk of Fame Stern. So, und natürlich haben wir auch hier wieder eine Vinyl drin. Die ist auch wieder in Schwarz. Sieht so aus. Hier wieder diese Flammenoptik mit dem Polizeiauto. C-Seite mit 3 Tracks und D-Seite mit 3 Tracks. Und auf der Rückseite dann die D-Seite Zombie Life hier in Türkis. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box, in der Vinyl befindet, in der Vinyl Edition. Einmal, zweimal die beiden Vinyls, die kommen hier in einem klassischen Schwarz in diesen bedruckten, gestalteten Vinylhüllen. Insgesamt 13 Tracks und 8 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Hollywood von Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.